Michael's Moonbase is ready to start to a new record session. Ja, hallo Freunde, willkommen zurück hier. Ja, neue Aufnahmesession, weil ich hier gerade halt alles ziemlich... Hallo? Sie gerade ein bisschen extrem leise, wie ich finde. Hä? Spinn ich? Jo, fängt schon mal toll an, wa? Neue Aufnahmesession irgendwie. Wo es nicht so funktioniert, wie es soll. Wobei doch der Rest funktioniert soweit. Hä? Ist ganz leise. Bei der Anal nichts brennt oder explodiert. Nee, zumindest geht wieder. Im Augenblick. Seltsam. Jo, was ich gerade sagen wollte, eine neue Aufnahmesession und deswegen, also in der Regel macht niemand zwischen Aufnahmesession eine kleine Pause oder und liest Kommentare und so weiter. Ist mir gerade ein bisschen schlecht, weil ich hier gerade aufgrund von aktuellen Ereignissen von mir, privat auch, weil ich den nächsten PC umbauen möchte und deswegen dann vermutlich ein paar Tage lang keinen Rechner habe, aber trotzdem uploaden möchte und so weiter und so fort, nehme ich hier gerade ein bisschen am Stück auf. So. Deswegen, wenn Kommentaren so, kann ich ja später antworten. Aber mir ist natürlich noch etwas aufgefallen, wo ich mal ganz kurz aufs Screen geguckt habe, von wegen, wissen das genau und so weiter. In der Orbitalstation habe ich gewundert, von wegen, warum kann ich momentan eigentlich nur eine Sorte hochladen? Ja, ich bin ein totaler Volltrottel. Meine Fresse, ey. Ja, es hieß am Anfang wegen, dass ich pro Gebiet unterschiedliche Astronauten hochschicken kann, weil wir, das sind Astronauten von hier hoch, war hier von dem Viridischen Buch nach oben. Und es ist ja so, Viridisches Buch hat eine Sorte Astronauten, ich glaube, die Biologen, ja. Dann die Akia, Schollen und die Tundra, offenbar, aber so irgendwie so gelesen. Die beiden haben eine zweite Sorte von Astronauten, glaube ich, irgendwie Physiker, glaube ich. Und vom Mond kommt eine dritte Sorte. So. Das heißt natürlich, alle da oben haben will, brauche ich natürlich überall so eine Raumstation. Ist ja eigentlich logisch, muss man gar nicht groß darüber nachdenken. Credits ist kein Problem, muss natürlich irgendwo ein Gebiet sein, was, ein bisschen Einwohner hat. Hier ist gerade irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich mich davor gehütet habe, hier bei den Akia-Schollen irgendwie was zu machen. Ich weiß eigentlich noch gut, wa? Eigentlich hier, aber was bringt mir das? Hier oben, aber bringt mir nicht viel. Ich will mal angucken, ob es überhaupt irgendetwas bringen würde. Doch, ist 100%. Nämlich ein bisschen. Genau, und hier kommt eben Physiker hoch. So, das wäre gut, muss ich gar nichts mehr machen, dann macht das alles selbstständig. Fabulös. Da steht jetzt also Physiker hoch. Aber irgendwie, warum? Vielen Anteile verlieren einen Wert, warum ist das so? Kann ich das bitte mal die Börse verraten? Cash Industries habe ich noch, die sind doch eigentlich noch gut, wa? Ne, jetzt geht's zurück, ja super. Welche Stangen hier? Die steigt langsam. Die steigt langsam auch wieder, kommt langsam aus dem Minus raus. Die steigt auch wieder, das kann ja irgendwie total am Boden. Doch der hier, eigentlich müsste ich jetzt 7 hier total alles aufkaufen. Die eigenen Aktien kaufen. Mhm. War natürlich die glanzvollste Idee aller Zeiten. Er hat dafür noch ein bisschen zu wenig. Also unter 3 Millionen mit Aktien spekulieren. Nee. Lieber weniger. Gut. Anders sag mal. Mit den Astronauten fertig. Die dritte Sorte vom Mond. Bin mal gespannt. Wir hatten jetzt Biologen von der Bucht her. Von Akia-Schollen oder Akia-Schollen kommen die Physiker. Sheldon Cooper und seine Friends. Und wer kommt denn von hier? ...75.000, interessant. Glückwunsch, neuen Erfolg erhalten. Ingenieurswesen sind das, okay. Jetzt habe ich meinen Kurs wieder steigen, natürlich geht er zurück. Zum Rasant sogar, leck mich am Arsch, warum? Also mir selbst kann es nicht liegen, meine Aktie müsste gerade bombastisch fantastisch sein. Ja, geht so. Der singt und singt, ja, leck mir am Arsch, verkauft die mal, tschüss. Die steigt immer weiß, nur ganz knapp.
Einfluss auch nicht mehr so hoch, wie er auch schon mal war. So, hört ihr ein, lasst jetzt mal noch. Klar, geht immer zurück, man sieht's, aber nicht mehr so rabiat wie vorhin auch schon. Vor allem, Alter, hat er vorhin so viel Credits. Plus vor allem jetzt wieder so wenig. Das ist doch scheiße. Ich verlasse mich auf dich, verstanden? Halt die Schnauze, was willst du von mir? Arsch mit Ohren, ey. Erste Sahne, während sie Feldforscher an. So. Dürfen hier bald alles hier oben haben. Du musst vor allem, wenn es hier um Orbitalstation geht, muss ich vor allem noch Hand in Hand hier mit dem Nexus arbeiten. Für einen Statusbericht. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. M-Gelb ist aktiv. Das hast du nicht von mir gehört. Das glaube ich nicht, da hackt mich schon wieder einer. Ja, ja, man sieht's, ja, dankeschön. Schwerindustriekammer, warum ist ein anderer noch, wa? Landwirtschaftseinheit 2 von 3 war noch ein dritten, okay. Erst muss ich gucken, was hier los ist. Wo sind die Hacker? Natürlich sind die hier unten. Was am meisten wehtut. Meist nein, kannst du alles haben. Mit Wein. Leck mich am Arsch. Ich will hier oben die Katastrophe hindern. Die hacken mich. Die Arschgeigen, die hacken mich. Wir haben beide Minus unten. Ja, supi. System, Reboot, Warning, 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 sie werden gehackt. Arbeiten und Leben geht hier Hand in Hand. Und das ist schön für euch, wenn es Hand in Hand geht, der Börsensaal 3 Plus. Yo, Mann, was geht ab, Alter? Sag nur Plus 3, war. So, dann geht noch so. Wo habe ich dir mein Dings? Wo ist er? Hier ist. Er ist im Schluss jetzt raus, dass Sisi ist, die uns die ganze Zeit hackt. Da werden noch etwas sehen. Seile sind befestigt. Sind unterwegs. Warning, Warning, Warning. Ja, warn dich doch selber. Das Spiel Worms. Im Gang. Noch gut bewacht, muss er zugeben. Koordinaten bestätigt. Da sind sie. Container beladen. Und tschüss, jüp. Koordinaten bestätigt. Ja, doof ist der Gegner nicht. Das tut sich aus, wie Hand hier hingeht. Das ist aber sehr scheiße Bewachung, so sagen. Sind unterwegs. Darf ich einen Vorschlag machen? Ups. Ich denke, Sie sollten wie folgt vorgehen. Ja, er hat eine positive. Ja, super. Das ist ein toller Rat. Dankeschön. Mal sehen, ob du damit fertig wirst. Ist ja im Raumhafen. Okay, aber überhaupt so viel. Wir sind unterwegs. Und vor allem hier. Wir bleiben jetzt auf 20%. Also weitere Investitionen in Forschung möglich. Da oben hin, von mir aus. So. Wie sieht's hier aus? Sind eben noch am Sinken, die sinken immer noch. Wieso Aktien kaufen, die so am Sinken sind? Weil hier steht eigentlich Steigkonstante, die sinkt ja konstant. Shuttle gestartet. Oh.
Das hast du echt gut gemacht. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Leck mich am Arsch, wenn ich den Typen in den Finger kriege. Du bist das. Na, warte. Gut, der Erfolgsgarantie mit 5% ist ein bisschen sehr wenig, muss ich zugeben. Eine Schmutzkampagne. Produktrückruf, jetzt reicht es mir aus. Alarmiert, unachtsam, vorsichtig, unachtsam. Insider, ja, wenn natürlich auch unachtsam ist. Wenn es der natürlich. Ja, stagnieren, toll. Sollen wir Cashin Industries einen? So. Mal gucken, ob das ein bisschen mehr bringt. War so, ihre Aktien steigen gerade ein bisschen. Wir haben eigentlich ziemlich viel Plus. Der Sig natürlich wieder mal. Das ist ja nichts Neues. Und das, den wir ganz kurz verkaufen. Wird doch nichts mehr. Naja, auf jeden Fall halt die eigene noch, wa? Eigentlich müssen wir die nehmen, aber Problem ist... Einfluss, keine Chance. Ohne Einfluss kann keine Aktion beginnen, wa? Tja, ist mal total scheiße. Egal. Eine Katastrophe abgewendet ist schon mal etwas. Jetzt sollten wir langsam mal anfangen, hier die Feldforscher anzuwerben. Wäre sicher nicht die dümmste aller Ideen. Ja, wo ist die 100? Wo ist die 100? Wo ist die 100? Da ist die 100. Der ist eben noch, wo er einen Baubots braucht, genau. So, jetzt die wollen ja alle upgraden. Genau, das wollte ich ja in der heutigen Folge noch machen, bevor die ganze Scheiße über uns hineinfiel. Was führt Sie heute? Auch relativ viel, wenn man so anfängt. Aber ich fange erstmal damit an. Glückwunsch. Dem Personal geht's gut. Die Symptome wurden nur bei Tieren beobachtet. Aber ich behalte alles im Auge. Es könnte sich jederzeit ändern. Das Team konnte erste Proben aus dem Tresor bergen, aber bislang kein Virus finden oder meine Theorie beweisen. Ich brauche eine zweite Meinung zu diesen Tests. Ja, das sehe ich auch so. Du brauchst eine zweite Meinung hier mit dem Feldforscher. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Oh, was ihr nicht sagt. Aber übrigens... Ich wünschte, wir könnten Ihnen helfen. Aber wie die Dinge stehen, tut mir leid. Jo, mir tut's auch leid. Es macht mir nichts aus. Kann ich wieder Fisch essen? Das habe ich. Er tut's noch viel leider. Wo habe ich meine Notizen hingelegt? Das hätte besser laufen können. Ja, für dich vielleicht schon. Für mich lief's ganz gut. So, die steigt, der Rest ist eher ein bisschen im Arsch, die sinkt immer noch. Er kommt langsam aus dem Hoch, die steigt auch langsam. Der geht auch langsam zurück. Ja, ich weiß, euch fehlt in allem. Die Stadt, die Gemeinschaft. Ah, war ein bisschen doof, war wegen Gebäuden noch. Genau, die wollen eine Geheimhaltung, dann vielleicht also, doch besser hier oben weiterbauen. Neue Gebäudearten sind verfügbar. Sag ich ja. Treten Sie ein. Ich würde lieber austreten.
mein tief empfund. Ja, ja, tief empfunden, so sehen sie aus, wa? Relativ viel noch upgraden, wa? Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Was wenig Allwetterparkers? Was wollen die denn von mir? Ah ja. Es macht mir nichts aus. Sie sind hier immer willkommen. Naja, du bist mir hier auch immer willkommen. Bringt so relativ wenig, man darf es, sie können so noch relativ gut ausbauen. Naja, machen wir hier noch weiter, wa? So. Was wollt ihr jetzt alles hier noch, wa? Erstmal die noch upgraden. Wollt ihr gleich auch noch? Na, wie sieht's aus? Ja, natürlich wollen sie. Jeder will ein Stück vom Feldforscherkuchen abhaben. Alter, können hier viel upgraden. Oh, Strom. Strom, Strom. Strom, die Strom. Strom, wir brauchen noch einen Strom. Energienetz überladen. Was du nicht sagst, hat niemals eingefallen. Ein paar Feldforscher mehr. Natürlich das Institut hier unten. Hm, so sehe ich auch aus. Da bringt das wenig hier unten. Limit erreicht. Alter, 145 bloß. Wow. Was soll man sagen? Ich wüsste da schon was. Steht da ihre Aktien? Naja, sie fluktuieren. Ich meine, also die will meine kaufen. Sind ja mal ganz dicht. Da. Bauoptionen erweitert. Die kaufen sie mir echt ab. Das ist mal eine schöne Scheiße, ja, meine eigene Angst wieder zurückkaufen. Das steht jetzt gerade so gut. Puh, endlich. Gut, dass dieses Problem beseitigt ist. Schnauze. Mann, ich kann eine Aktion begehen, da ist doch... Ich müsste irgendwie anders erlangen. Statusbericht. Nee, ich brauche was ganz anderes. Aber ist egal, Kumpel. So, wie sieht's aus mit den ganzen Dingern hier? Da haben wir lustigerweise noch genug Erstauch. Ach du Scheiße. Treten Sie ein. Achso, die war. Da hatte gerade was denn hier los. Und natürlich mit noch Stimulanzien. Okay, hier braucht sie nichts. Von der Tundra selber. Allwetterparks. Der Rest ist soweit noch IO. Ich hoffe, sie sind nicht langweilig. Urgas. Oh. Na gut. War für Naturgas, ja. Das mal ganz kurz brauche ich. Nur so etwas. Interessant. Aber auch noch Baubots. Erhöhe das mal auf 20. Ja, sag mal. Ach, mal so. Transferoptionen werden aktualisiert. Gegenmaßnahmen empfohlen. Was? Test? Was ist das ein beschissener Name? Nee. Was macht ihr da? Über neue Transferroute. Und zwar brauche ich Baubots von hier nach da drüben. 20 Stück war ein bisschen zu viel. Shuttle kommt planmäßig an. Das freut mich. Registriert. Das freut mich noch mehr.
Stimulanzien. Die müssen natürlich von hier aus nach da drüben. Wir brauchen 10 Stück. Das ist natürlich nicht gerade wenig. Immer pünktlich. Haben Sie 25 Transferrouten. Erfolg. Output von Transferroute nimmt Betrieb auf. Ja, ja, ich weiß, ist nicht optimal. Ist mir alles bewusst. So, erstmal die Konservenverarbeitung. Wo waren wir da stehen geblieben? Seid ihr das? Nee, bist du das? Ja, schon eher. Fischi, Fischi. Ah, hier ist Gebiet gesperrt. Warum? Was ist die Frage überhaupt? Limit erreicht. Gut, das hätten wir wieder. Dann die Stimulanzien. Die sind uns ja noch so ein bisschen doof gelegen. Wie mache ich die schon wieder? Stimulanzien, Stimulanzien. Die mache ich aus Tiefseekoral. Ach du Scheiße. Und ich habe momentan 2 Korallen noch. 24, Export 20 vor allem. Ja. Problem ist, einen neuen bauen kann ich schon, aber bringt mir nicht gerade sehr viel. Das heißt, wir brauchen hier unten noch Verstärkung. Verkehr, Verkehr, ich brauche Verkehr. Ja, ja, hier kommt ein Verkehr. Limit erreicht. Was? Wie geht das? Wenn es nur Nummer 1 ist, dann geht das gut. Leck mich doch am Arsch. Da unten alles brauchen, ganz ernsthaft. Ursache? Fehlende Waren. Wohl eher fehlende Spielprinzip, weil ganz ehrlich, das ist ja teilweise so, sich überlegt haben. Ja, super, aber irgendwo noch. Sind wir schon hier runter oder was? Ja, denk mal, Marsch gibt's einfach nicht, ey. Gut, nicht lange darüber nachdenken, aber machen. Hier kannst du mal hier hingehen. Boah, meine Fresse. Aber es... noch einen Betrieb? Ne, war meiner. So. Danach müsste sie mal einigermaßen gehen, war? Und dann 100... Ja gut, neues Gebiet halt, war. Uiuiui, ja genau, Freunde, ich glaube, das dauert noch ein paar Folgen, bis wir hier auch wieder mal durch sind. Der durch bin ich schon lange. Ne, meine ich nur geistig, sondern... emotional. Nee. Was? Akiascholen? Genau, das ist natürlich ein Spezialist hier. Von allen Eisklumpen hier draußen hätte ich mich auch für den hier entschieden. Weitere Investitionen in Forschung möglich. Ich weiß, danke schön. Ich komm gleich, komm gleich, komm gleich. Darf ich hier noch ganz kurz ausbauen? Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Ware. Seht ihr keinen Spruch auch? So. Jetzt haben wir hier plus 6. Sogar nicht mal so übel. Jetzt noch mal ganz kurz vor allem hier gucken. Wir haben 20, haben wir dann gesagt, das reicht noch. Dann haben wir Stimulanzien. Da gehe ich jetzt trotzdem mal schon auf 15 hoch, aus ganz einem guten Grunde, weil wir brauchen sowieso noch ein paar mehr Feldforscher.
Also kann das nicht schaden. Werden aktualisiert. Brauchen Sie mich für einen Statusbericht? Nee, wieder zurück. Während Sie Feldforscher an, viele fehlen ja nicht mehr. Es sind noch knapp 400. Ich denke mal, ein bisschen mehr Wert noch auf die Waren legen und dann müsste doch eigentlich klappen. Oh, hallo. Oh, hallo, wie geht's? Geht, gut. Wäre echt eine Variante, jetzt haben wir natürlich auch genug Baubots. Sehr gut. Wie wäre es einen weiteren Sumpf austrocknen? Ich meine, da kostet wohl auch Strom. Ziemlicher Landgewinn, was? Hm. Irgendwie schon. Feldforscher. Ich kann hier sogar selber noch Roboter. Zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Hältst du mal die Klappe, Mensch? So, ich sehe schon, ich kann. Mikro-Ding-Bums kann ich machen. Hä? Wo ist denn? Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Na, Quantencomputer, ja, leg mich am Arsch. Ja gut, dann kriegt ihr noch Quantencomputer, wenn ihr es unbedingt noch wollt. Ende gut, alles gut. Die steigen ja auch im Kurs, wa? Oh ja. Da kann ein bisschen Einfluss nicht schaden. Weil, wenn die Aktie natürlich steigt, bin ich natürlich dabei. Wieso steigt sie denn plötzlich? Ja, diese Aktien, das ist so ein Ding, Leishengs Aktien, die gehören mir. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde, mit den Quantencomputers, wa? Wieder zurück zur Orbitstation. Ja, gibt noch einiges zu tun. See you later, Alligators. Ciao zusammen.